Ja, wunderschönen guten Morgen hier aus Bayern. Wir sind hier in einem Bergwerk oder vor einem Bergwerk in Oberbayern und haben hier heute die Aufgabe, ein paar Stollen, Zwischenstollen und Schächte, Blindschächte mit der Helios 2 zu inspizieren. Natürlich eine große Aufgabe für unsere Drohne und auch für uns, das erste Mal im Bergwerk unterwegs. Aber ich glaube, es sollte für die Helios 2 kein Problem sein unter diesen Bedingungen. Sie ist ja quasi gemacht für solche Einsätze und wir werden jetzt in das Bergwerk hineingehen und mal schauen, was uns denn dort tatsächlich erwartet. Wir haben AeroVision dafür engagiert, eine Drohnenbefliegung zu machen. Wir haben in der Vergangenheit diese Stollen mehrfach auch vermessen lassen, haben an vielen Stellen festgestellt, dass die Vermessung eben nicht in die Hohlräume gekommen ist und gereicht hat, die ursprünglich angedacht waren. Und daher erhoffen wir uns jetzt mit der Drohnenbefliegung deutlich mehr Erkenntnisse über die Stollen, als wir bisher eben bekommen haben. Thank you.
Also es hat super funktioniert. Wir sind runtergekommen in den Schacht. Bei ungefähr 14 Meter haben wir dann auch den Abgang, die Mittelsohle getroffen, wie wir uns vorgestellt haben. Und es war dann auch dank dieser Verstärkerantenne sogar möglich, noch ungefähr 15 Meter in die Abbaubereiche, die wirklich schmal waren, reinzufliegen und quasi nachzuweisen, dass das alles standfest ist, dass es fester Fels ist. So, wir haben jetzt die ersten Flüge erfolgreich hinter uns gebracht. Es ist ja sehr, sehr spannend hier. Wir haben ja eigentlich nicht ganz genau gewusst, was uns hier erwartet. Aber die Umgebung hier ist natürlich sensationell in diesem Bergstollen. Es war nicht ganz einfach, hier das Setup hier aufzubauen. Es ist überall sehr feucht, sehr dunkel. Aber wir konnten die ersten Flüge erfolgreich absolvieren. Es ist auch sehr viel Traufwasser von oben, was natürlich den Drohnenflug erschwert und die Sicht behindert. Aber wir konnten sehr weit nach unten fliegen und in die Zwischensohle uns reinbewegen, auch dank des Range Extenders, der hier natürlich sehr, sehr hilfreich ist, um die Reichweite der Signale der Drohnensteuerung zu erhöhen. Die ersten Stollen haben wir erfolgreich begutachtet und wir werden jetzt noch einige weitere Flüge absolvieren und schauen, ob wir auch die restlichen Aufgaben hier noch erfolgreich erfüllen können. Wir sind wunderbar drüber gekommen über den Blindschacht mit der Drohne und dann auch noch ungefähr 10, 15 Meter in den Abbau rein, der sehr schmal ist, erschwerte Flugbedingungen, aber wir haben mit der Drohne dann gesehen, dass der auf über 100 Meter noch offen steht und das ist eigentlich alles, was wir erstmal wissen wollten. Haben also alles erreicht. So, wir haben es geschafft.
ist wieder gut, auch wieder Tageslicht zu sehen, nachdem wir jetzt circa 2 Stunden im Bergwerk gestanden waren. Jetzt fahren wir nach Hause, Equipment reinigen und dann das Material sichten. Glück auf!